Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Heute mit Edis und Aydin. Leute, ich habe den hässlichsten Skin der Welt hier genommen, aber egal, wir spielen eine Trio-Runde, Leute. Ja, gefühlt 2 Jahre wieder mit Edis und Aydin. Wann haben wir das letzte Mal ein Video zusammen gemacht? Ich glaube, letzte Season, oder? Letzte Season dort, wo Aydin diese blaue AK wollte und ich habe sie genommen aus Versehen. Dann hat Aydin direkt wieder rumgeschrien. Leute, wir sehen uns gleich im Battle Bus. So, Leute, wir sind hier zurück in der Lobby. Und ja, Leute, wie gesagt, das erste Video mit Edis und Aydin in der Season 16. Das ist ohne Spaß, ich feiere die Season nicht so. Ich spiele die eigentlich jetzt wirklich nur für Herausforderungen. Was habe ich denn eigentlich für Herausforderungen? Zerstöre Sofas, Betten oder Stühle. Stühle klingt nach Sweaty Sense bei der Dings. Danke dem Busfahrer, okay, das ist easy. Ist meist bei einer eisernen Farm. Bei der eisernen Farm, Entschuldigung. Benutze ein Lagerfeuer, sammle Kohl beim Obstgarten. Die werden noch freigeschaltet hier. Ich glaube, die lasse ich mal wirklich sagen. Also die mit vielen XP. Oh Gott, nein, das wollte ich nicht. Übrigens, Leute, schaut unbedingt, also die das Video sehen, schaut unbedingt bei mir auf Instagram vorbei. Weil nach diesem Video drehen wir... Also Leute, nach dem... Ja, okay, gut, dann gehen wir mal nach Sweaty. Wir gehen eigentlich jede Runde fast nach Sweaty. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber egal. Leute, und schaut unbedingt bei mir auf Instagram vorbei. Da nehmen wir gleich nach dem Video noch einen Livestream auf. Ich meine, ihr könnt zwar nicht beim Livestream dabei sein... Ich heiße Fari 7-25 bei Instagram. Also einmal habe ich gesagt, folgt mir bitte bei Instagram und ich habe nicht mal meinen Instagram-Namen gesagt. Wie dumm kann man sein, ey. Und Leute, schaut unbedingt vorbei. Ihr könnt zwar nicht beim Livestream dabei sein, weil das Video kommt erst am Nachmittag, aber ihr könnt den Livestream nachschauen. Wir zocken dann gleich eine Horror-Map. Und ich werde mich sehr, sehr wahrscheinlich einscheißen wieder. Wie gar nicht beim letzten Mal. Ja, das könnte sein, ne? Aber ich stelle das Video nachmittags online. Also das YouTube-Video. Ja? Wir gucken mal, ob wir... Also wir gucken alles nochmal. Erstmal das Video und dann gucken wir weiter. So. Also bei Fortnite ist es egal, wie lang das Video ist, wenn man noch in einer Runde ist, ja? Ist das so? Das war aber auch stressig. Bei Fortnite kann ich auch verstehen, wenn ich nicht mit den Abonnenten oder mit den Zuschauern rede, weil es ist wirklich stressig. Ab und zu. So. Jawohl, das zählt als Stuhl, ne? Gut, dann alle Stühle weg hier. Das zählt leider hier nicht als Sofa. Meine Herausforderung ist es, die abzubauen. Ah, naja. Pump mag ich nicht, wenn dann Tag, aber Pump. Boots geschafft. Danke. Dankara. Das ist auch neu. Ist halt so. Benutze Lagerfeuer. Brenn, Baby, brenn. Ah, hier wollen wir Tag. Ja, weil Enzer geht immer zu dieser eine Truhe hin, Alter, und sagt, ja, nee, dort gehe ich jetzt hin. Übrigens, Leute, zu Enzer, ich weiß nicht, ob wir noch ein Video mit ihm drehen, wahrscheinlich schon irgendwann wieder. Oder ich weiß nicht, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Oh nein, Entschuldigung. Warte, ich muss, glaube ich, auch noch mal bis... Ich stell was her.
Leute, aus den Fahrzeugen kann man Mechanikteile bekommen. Bau ein anderes Auto bitte ab, das gehört mir hier. Zwei Mechanikteile. Ah! Boah! Das Auto ist explodiert. Boah! Habt ihr gesehen, wie weit es geflogen ist und jetzt ist es hier gelandet? Alter Schwede, ich habe 49 HP. Gut, ich habe jetzt Autoteile bei Handwerk. Ich will die umbauen in das Uhrzeit. Ah ne, da brauche ich... Ich brauche ein Autoteil für das normale Sturmgewehr. Okay, gut, dann gehe ich zu dem LKW dort hinten. Jawohl, da habe ich sogar direkt zwei bekommen. Hier, jawohl. So, das Rezept habe ich. Batz. Jetzt habe ich ein blaues. Bisschen Dings wäre noch gut. Ah, hier sind ja die Verbände. Das sind ja Gegner. Doch, man muss halt mehr abbauen und dann kriegt man mehr auf einmal. Ja. Geil. Okay. Danke, Ehrenmann. Du bist der gedankenste Ehrenmann. Wie Aidin immer sagt. Warte, will ich noch... Also, das war unerwartet. Keine Ahnung, ich glaube, ein Gegner. Weil ich habe keine Granaten. Ich habe E-Verbände, passt schon. Oh, okay. Danke. Hier sind noch drei Verbände. Notfalls. Ich habe einen. Ich habe vier von diesen lilanen Granatensplitterbomben. Keine Ahnung, wie die heißen. Das geht nicht kaputt. Kommt rein. Ich habe den letzten Eigen gegeben. Ey Leute, ich muss wirklich eine Real-Life-Story nochmal erzählen. Weißt du, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, so es ist keine schlimme Real-Life-Story. Es ist jetzt nichts Schlimmes, finde ich auch dazu. Das war mal so, ich war noch in der Volksschule, dritte Klasse so. Alle Kinder sitzen im Auto immer hinten. Dann dachte ich mir, yo, darf ich mal bitte vorne sitzen? Und dann sagte sie, ja klar, gern. Dann sitze ich einfach mal immer vorne beim Autofahren. Und dann, ich schwöre, alle Kinder sind hinten gesessen, nur ich war vorne im Auto. Und dann hat jeder mich gesehen und ab heute fährt jeder in unserer Stadt gefühlt vorne mit dem Auto. Jedes Kind, ey. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Aber, oh Gott, es ist jetzt keine nichts Schlimmes für mich. Ich meine, aber trotzdem. Diese Waffe findet, Marcel sagt immer zu dieser Tag, dass sie immer so overpowered ist. Das stimmt auch, um ehrlich zu sein. Ja, dazu doppelt noch. Achtung dort. Oh mein Gott, ich wurde richtig hart von diesem Typen gehetet, Alter, Arschloch. Was suchst du? Was suchst du, mein Kind? Ich habe schon genau so eine. Du kannst sie gerne haben, obwohl du, wenn du noch brauchst. Ich habe drei Medkits. Ich nehme noch eins. Ich nehme eins mit, aber dafür habe ich null Schildtränke oder sowas. So, der. Es stimmt, Leute! Heute ist der 1. April! Das habe ich komplett vergessen, ja? Ja, so billig kannst du mich nicht reinlegen, Aidin. So, wir sagen, oh mein Gott, es ist der 1. April und Aidin direkt. Ey, Faruk, Freundschaft beendet. So einfach kannst du mich nicht reinlegen, mein Freund.
Oh nein, das war unnötig. Ich war eh schon in der Zone. Oh Gott, Hilfe, ey. Macht jetzt ernst, macht jetzt ernst. Oh Gott. Zwei gegen mich, zwei gegen mich, zwei gegen mich. Nein, warum schieße ich mit dieser Scheißwaffe? Dieser Typ kann... ganz ehrlich, dieser Typ kann auch nur abhauen, ne? Ey, Achtung. Ich schieße einen ab, da kommt direkt sein Kumpel, Alter. Was ist denn das? Nein, tot. Ja, was soll ich machen, Alter? Ich schieß einen ab, ne? Der Scheiße baut mit dem Huhn. Und da kommen direkt seine ganzen Kumpels. Ah, gut. Wie lang ist das Video? 10 Minuten. Alles klar, Leute, das war's mit dem Video. Schaut unbedingt gleich bei Instagram vorbei oder heute Nachmittag halt, wenn das Video kommt. Wenn ihr das Video seht, könnt ihr mal ein bisschen leiser schießen. Dankeschön. Bis dann. Ciao.